Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. dürfen enteignet werden. Zu diesem Ergebnis ist heute ein Rechtsgutachten von Professor Wieland gekommen, was gerade in Berlin vorgestellt wurde. Und das freut uns als Linke natürlich außerordentlich, denn wir unterstützen ja das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und wer das nämlich nicht tut, der kann sich jetzt nicht mehr hinter rechtlichen Fragen verstecken. Der muss sagen, warum er das nicht will und welche Interessen dahinter stehen. Es ist auch eine erfreuliche Botschaft am Tag der Wohnungslosen, denn immer mehr Menschen haben kein Dach über dem Kopf. Das muss sich endlich ändern. Und zu guter Letzt ist Herr Wieland auch zum Ergebnis gekommen, dass der Sozialismus mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wie er sagt. Das freut uns natürlich als linke Partei, die ja in ihrem Grundsatzprogramm den demokratischen Sozialismus anstrebt. Also es war ein guter Tag für linke Mieten- und Wohnungspolitik.